Herzlich willkommen. Schön, dass du heute dabei bist. Die Übung von heute wird deine Waden trainieren, die Venenpumpe aktivieren, was ganz wichtig ist, wenn du viel stehst und gehst. Und dann natürlich auch ein bisschen Koordination heute wieder mit dabei. Stell dich mal breiter, bereite dich vor, Zehenspitzen leicht nach außen stellen, Hände in die Hüfte, geh mal locker in die Knie und wir heben die rechte Ferse mal an. Bleib etwas unten. Wenn du mehr magst, geh tiefer. Genau, sehr gut. Und jetzt schau, dass du wirklich hier die Ferse so weit wie möglich nach oben ziehst. Spür mal die Wade. Bleib aufrecht trotzdem und mach eine Pause. Genau, locker immer alles aus. Schau, dass du vielleicht ein bisschen auslockerst. Alles durchschüttelst. Wunderbar. Geht schon weiter. Andere Seite. Tief, hoch. Tief, hoch. Tief, hoch. Bleib unten. Komm, tief, hoch. Lass die Beine gleich gestärkt. Schau, dass die Knie außen nach außen ziehen. Nicht so stehen. Nicht gut. Zieh die Knie schön nach außen. Spür die Wade. Wenn nicht, schau mal runter, dass du immer deine Füße gut siehst. Sehr gut. Wird schon warm. Beweg dich hier oben ein bisschen. Mach locker. Sehr gut. Weiter geht's. Wir machen einen Wechsel. Rechts, links. Rechts, links. Rechts. Schauen wir mal kurz hin. Sind die Knie auch außen? Bist du hinten mit den Knien hinter der Fußspitze? Dass du auch wirklich den Po nach hinten strecken. Sehr gut. Wie auf dem großen Hocker. Und rechts, links. Bleib unten. Rechts, links. Jetzt wird es noch mal ein bisschen anstrengender. Wir müssen beide Füße gleichzeitig. Los geht's. Das ist sehr gut für die Venenpumpe. Gleichzeitig hoch, tief. Hoch, tief. Hoch, tief. Stabilisiere dich schön im Bauch. Yeah. Tief, hoch. Super. Spür. Bisschen tiefer noch. Knie außen. Yes. Locker. Was wir jetzt probieren, ist gleichzeitig im Wechsel. Nach oben, tief. Mal sehen, ob das funktioniert. Mach mal so. Starte den rechten und jetzt. Tap. Tap. Wechsel. Rechts nach oben, links unten. Andersrum. Ja, gleichzeitig wechseln. Spür die Beine. Merkst du die Pumpe schon? Merkst du das Brennen? Wunderbar. Hui. Und letztes Mal. Wir machen nochmal. In dieser Variante wechsel nochmal gleichzeitig. Tief, hoch, tief, probier mal hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, tief, hoch, immer im Wechsel. Okay, super, heute schon wieder geschafft. Spür dich ein bisschen. Du kannst gerne ein bisschen ausdehnen, die Wade, den Oberschenkel, die Wade auch gerne. So ein bisschen dehnen, alles, das kennst du. Genau, dass du die Wade jetzt gut dehnst oder den Oberschenkel nach hinten ziehst, okay? Achte mal drauf, Becken ist gerade. Probier das ruhig noch aus, jetzt im Nachhinein noch ein bisschen zu dehnen. Viel Spaß noch heute, wunderschönen Tag, bis zum nächsten Video. Ciao!